liebe Majestäten, schön, dass ihr den Weg nach Stur gefunden habt. Das Wetter ist, das habe ich heute gelernt, es geht so, es ist zwar sonnig, aber warm. So, also, wir wollen nicht lange reden, weil wir wissen alle, wir schwitzen und von daher bitte ich euch jetzt. Ja, das ist gut, ihr habt schon mal schon langsam. Ja, guck mal. Das ist halt schon 112, 19, 15, 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 Durstig, durstig, mit 26 Schützenschwestern, Schützenbrüdern, Jugend und teilweise Königshaus angetreten. Dass ihr durstig seid, das kennen wir. Ja, gut auf Gegenseitigkeit. Mich freut ja schon, dass du hierher gekommen bist. Also, ihr müsst mit mir vorlieb nehmen. Wunderbar, schön, dass ihr da seid. Mit 20 Schützen und dem Kommando aus. Wunderbar, schön, dass ihr da seid. Ja. Manchmal könnt ihr das gerne.
Von den beiden Brüdern. Es ist Niklas, unser neuer Schülerkönig. Niklas Afsianowski. In den jungen Jahren erfolgsverwöhnt. Und es ist einer mit einem mächtigen Bart im Gesicht. Und wir waren heute bei ihm. Und haben ihn als Jugendkönig abgeholt. Und jetzt ist er Vize, Torben Gessner. In diesem Verein trägt auch schon in jungen Jahren die rote Uniform. Und wenn ich das mal, ja, auch bei der Jugend ist ja nicht unbedingt so gesagt. Also, sie ist da mittendrin. Sie gehört zu 100% dazu. Und in dem Haus, da war ich schon oft, schon viele, viele Male. Und ich habe manchmal keine guten Erinnerungen daran. Ich musste da Buttermilch trinken. Also ist es für die meisten schon klar, wenn ich da wiederkomme, naja, vielleicht wettet der ein oder andere, Manfred guckt mich so an, ich würde noch ein Glas nehmen nächstes Jahr. Wir gehen einmal quer durch. Und wenn, Arnold, wo bist du? Arnold Fesenfeld? Da. Dürfen wir über deinen Hof? Dürfen wir. Gut. Dann gehen wir über Arnolds Hof und sind fast schon da. Wir gehen nach Schüttendiebels hin. Katrin Schüttendiebel, neue Jugendkönigin. In der falschen Abteilung, aber als Vizekönig hast du da richtig gelegen. Es ist Wolf Kluke. Oh. Satte 30 Ring hingelegt auf die Scheibe. Besser geht's nicht, Rolf, du hattest keine Chance dagegen. Und es ist, ja, wenn einer mal die Fahne hält, dann können wir ihn ja holen. Es ist Johann Lampe. Seit einem Jahr, Christa, die dritte. Christa, wie oft warst du schon Vize? Also, zählen wir das mal zusammen. Unsere Christa Schneider zum sechsten Mal hier vorne. Unsere Vizekönigin. Bis wir irgendwann, ja, sie guckt mich schon an mit großen Augen. Bis wir irgendwann zweimal ganz scharf rechts abbiegen müssen. Und dann sind wir fast da. Ja, 30 Jahre im Verein, meine liebe Sandra. Tolle Sache. Unsere neue Damenkönigin, Sandra Tietjen. Ich bin fest von überzeugt. Rainer Mayhoff, neuer Vizekönig. Ich verabschiede mich nach 16 Jahren von euch. Ich habe euch viele, viele Jahre oder 63 Könige habe ich euch beschert. Und der 64. den macht jetzt mein zweiter Vorsitzender Andreas Detmer. Und das hat zwei Gründe. Weil die meisten auf mich gewettet haben. Und der zweite Grund ist, der, der König wird, der hier auf dieser Liste steht, der hat einen Wunsch gehabt. Und den Wunsch, den entspreche ich. Das mache ich. So, viel Spaß. Rühmann stand, da stand er da, in schwarzer Hose, weißes Hemd, wie eine Krawatte, wie eine Jacke dafür.
Dann hat er noch kurz in, ist er noch kurz in den Stand gegangen, hat unterschrieben, seine Bankverbindung angegeben. Das ist ganz wichtig bei uns. Und ist dann mitmarschiert. Und den Wunsch hatte er. Er hat gesagt, wenn ich König werde, dann will ich, dass du mich proklamierst. Lieber Sebastian, den Wunsch entspreche ich. Unser neuer Schutzkönig, Sebastian Günther.